So, wie versprochen, nur ein kurzer Schnitt und weiter geht's. Neues Ründchen hier. Wir sind immer noch im Raider-Lager und versuchen hier unseren alten Freund Sully zu retten oder zu gucken, ob der ein Raider geworden ist. Wenn das der Fall ist, dann werden wir den natürlich mal so richtig weghauen. Also sowas lassen wir uns ja mal gar nicht gefallen. So, jetzt sollten wir uns erstmal ein bisschen hochheilen hier mit Eichhörnchenbissen, Köterkeulen. Schauen wir mal, ob wir auch Mutantenhundekeulen haben. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir mal eine von. Da kriegen wir direkt ein bisschen Reds abgezogen. Und wir arbeiten jetzt mit dem Kampfgewehr mal ein bisschen. Da habe ich jetzt Lust drauf. Was ist denn hier los? Aha, das war dieses. Hier haben wir nämlich damals, das haben wir hier zugedreht. Das war hier nämlich alles schon unter Wasser. Also manchmal, das Spiel überrascht mich immer wieder, muss ich echt sagen. Jetzt müssen wir hier die ganzen Raider platt machen. In einem Ort, den wir schon zweimal gesäubert haben. Und der Typ, der uns damals... hau ab! Der Typ, dem wir damals geholfen haben, der ist ein Raider geworden. Also wenn das so wäre, dann hat Fallout für mich echt wieder eine neue Stufe von Geilheit erreicht. Das wäre ja sowas von heftig. So, jetzt schauen wir mal erstmal hier. Splittergranaten, Red Away, nehmen wir natürlich alles mit. Klebeband kann auch nie schaden. Jet... Mentats, Nuka Cola, warum nicht? Da ist ein bisschen Putzmittel, Waffenwerkbank. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Psycho. Ah, nehmen wir alles. Nehmen wir doch alles. Ja, Sigi. So, was haben wir hier? Benzinkanister, benutzter Ölkanister. Weiter geht's. Immer weiter runter. So, wer schießt hier auf mich? Ein dreckiger Raider, der eine Granate auf mich geschmissen hat. Wie traust du dich das, du Lump? So, zack, zack. Deine Sachen nehmen wir natürlich mit. Und jetzt schauen wir. Meine Güte, ist das hier ein Labyrinth, ey. Hier findet man sich ja gar nicht zurecht. Aber ich glaube, wir müssen einfach immer weiter runter. So. Gut, da sind Mylurks. Die töten wir mal, solange wir noch können. Zack. Alter! Na gut, das war natürlich auch ein sehr... Das ist natürlich sehr sinnvoll, einen Molotow-Cocktail ins Wasser zu schmeißen. Also da ist echt... ist eine gute Idee, muss man sagen. Weichpanzer, Mylurk. So, du bist Geschichte. Du auch. Die sind nämlich nur im Nahkampf eklig, die Viecher. Und da ist dieser Sully. So, das interessiert mich jetzt, ob wir noch mit dem reden können. Der schießt tatsächlich auf uns. Du Wichser. Hallo, ich bin's. Du verdammtes Schwein. Du Drecksack, Alter. Du Mistkerl. Komm her. Und wie ich dir deinen Kopf wegschieße. Du blöde Drecksau. Komm her. Alter, wie viel hältst du denn aus? Du verdammter Schweinepriester. Komm her. Was war das denn? So, so also, ja? Erst fragst du mich, ob ich dir helfe und dann so, ja? Du Sau. Unfassbar. Ushanka, was auch immer das sein soll. Alter, das ist krass. Das ist gerade richtig heftiger... Brainfuck, dass der jetzt einfach ein Raider geworden ist. Wie heftig ist das denn bitte? Am Anfang helfen wir dem und dann wird der während der Story einfach zum Raider. Also, ich weiß es nicht. Hammer. So. Oh, da ist ja Kate drin. Na gut, du machst das schon. Ich helfe dir. Hättest einfach weglaufen sollen. So sieht's aus. So, ist hier vielleicht ein Bettchen drin, dass ich hier schön mal kurz ein Nickerchen halten kann. Natürlich nicht. Den leuchtenden Pilz, den haben wir auch schon mitgenommen. Ja, und Kate regelt das da mit den Mylurks. Das wird die schon hinkriegen. So, Mylurk-Fleisch. Ja, dann eben nicht. Vielleicht wirst du es auch nicht hinkriegen. Gut, was haben wir hier? Ein bisschen Munition. Was haben wir hier? Da waren wir, glaube ich, schon drin. Okay, ich glaube, die Quest ist fast erfüllt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Daten. Erstatte Desmondor, Desdemona. Bericht. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir hier die restlichen Viecher natürlich auch noch platt. Und gucken mal, ob wir uns hier nicht irgendwo irgendwas... noch aneignen können an nützlichen Utensilien. Ja. Soweit, so gut. Schauen wir mal hier rein. Waren wir, glaube ich, auch schon drin. Ja, ich glaube, wir haben jetzt das meiste hier gesehen. Also, Sully, ich muss echt sagen, von dir bin ich enttäuscht, mein Freund. Also, dass der übergewandert ist, das weiß ich nicht, ob das so in Ordnung ist.
macht man nicht. Und dabei habe ich dem noch geholfen hier. Das hat der mich von Anfang an verarscht, der Penner? Hat der wirklich, war der von vornherein Raider? Hat die Drecksau mich den Canyon hier ausbügeln lassen? Ich bin hier runtergetaucht in diese verstrahlte Suppe und der Schweinehund macht hier ein Raiderlager draus. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe mich von vornherein gewundert, weil der echt unfreundlich war, der Pisser. Oh Mann, ich habe gerade echt die Einsicht des Lebens hier gekriegt. Tja, traue niemandem in der Postapokalypse. Das können wir hier wieder mitnehmen. Und so sinnlos habe ich selten Munition verschwendet. Vor allen Dingen, ich werde nicht mehr runterrennen und mir das Item hier holen. Aber na gut, ich mag die Viecher einfach nicht. Gut. Ja, ich denke, das wäre erledigt. Hier sind wir ja auch schon einmal den Weg runtergegangen. Aber wir sehen, man kann immer wieder was vergessen. Und fehlgeschlagen, hilft bei der Verteidigung von Starlight Drive-In. Ja gut, kann ich jetzt auch nichts dran machen. Ich kann mich ja auch nicht zerteilen hier. Wir gehen, wie gesagt, jetzt nochmal den Weg hier kurz ab. Schauen, ob wir vielleicht irgendwo noch was Wichtiges, Wertvolles vergessen haben. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das war's. Okay. Oh Scheiße. Auch nicht schlecht. Der sitzt da einfach ganz ruhig rum. Warum nicht? Komm. Ja, hallo. Würdest du mir den Gefallen tun? Ja, danke. Unfassbar. Der sitzt hier in aller Ruhe, seelenruhig. Sagt nichts, macht nichts. Tja, frech. Was soll ich dazu sagen? Frech, frech, frech. Okay, okay. So, wir gehen hoch. Ich weiß nämlich, wo ein Bett ist. Da brauche ich jetzt keine guten Heil-Items verschwenden. Ich gehe ja mal nicht davon aus, dass noch mehr Raider hier die Frechheit besitzen und einfach still in der Ecke rumsitzen. Das hoffen wir jetzt mal nicht. Gucken wir mal hier nochmal rein. Das wäre auch erledigt. Erstmal machen wir noch einen Quicksave. Sully, diese dumme Sau, ey. Das ist ja unglaublich, ey. Dann haben wir hier, den haben wir auch schon gelootet. Hier waren wir auch. Okay, dann gehen wir weiter hoch. Wir liegen auch noch voll. Oh, wir liegen noch voll in der Zeit. Von daher alles bestens. So. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Okay, 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 okay. Scheiße! What? Scheiße? Was ist Scheiße? So. Na gut, weißt du was, das Bett steht da auf der ganz anderen Seite, da habe ich jetzt, oder? Na komm, scheiß drauf. Wie gesagt, wir haben Zeit, wir sind ja nicht auf der Flucht, nicht mehr zumindest. Und jetzt gehen wir nochmal hier lang, Billardkö, genau, das war dieser freche Sack, der uns da nur mit einem Billardkö attackieren wollte. Das hat natürlich nicht geklappt. Wow, hier ist sogar noch Munition und so ein Zeug, Erste Hilfe. Tja, ich sag ja immer wieder gut hier alles zu durchsuchen. Zack, zack, zack. Das liegt da drin. Hier ist auch noch ein bisschen was Nützliches drin. Hier auch. Ja, das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier lang zu gehen. Das ist doch scheiße. Ich höre immer noch einen Raider. Weiß allerdings nicht, wo der sich befindet. Und hier war kein Bett drin. Wo war das Bett? Wo war das Bett? Irgendwo war hier ein Bett, da bin ich mir 1 Milliarde % sicher. Da vorne waren wir schon, dann kann es ja eigentlich nur noch hier drin gewesen sein. So sieht's aus. Terminal von Dickichtausgrabungen. Ich glaube, da haben wir ganz am Anfang des Spiels schon mal reingeschaut. Ja, ja, passt schon. Wir machen hier einfach noch den Quicksave. In Form eines bisschen Schlafens. So, und dann können wir jetzt diese beiden Aufgaben beenden. Zurück zum Hauptquartier der Railroad reisen und da die beiden Quests beenden. Ein paar Erfahrungspunkte absahnen, ein bisschen an der Shisha ziehen. Und die Folge dann hoffentlich in Sanctuary beenden. Denn, nee, habe ich, wo habe ich, ich glaube, ich habe ihn zur Burg geschickt. Ich glaube, ich habe unseren
Niki zur Burg geschickt. So, schauen wir mal hier. Offenbar hat Desdemona. Dein Wolf B811 aus dem Commonwealth geschafft. Das ist größtenteils dein Verdienst. Du ja, beweist natürlich. Mehr und mehr, wie wichtig du für die Railroad bist. Ja, wer hat das in Frage gestellt? Ja, wir helfen ja gerne. Naja, mittlerweile helfen wir nicht mehr gerne. Auftrag erledigt. Noch ein Auftrag erledigt. Mein Gefühl sagt mir, dass Mr. Timms der ist, der vorgibt zu sein. Aber Pam ist noch nicht überzeugt. Kein direkter Kontakt, bis sie Entwarnung gibt. Pam? Okay, oh, eine zerfetzende Minigun hinzugefügt. Ja, das ist ja lecker. Hochleistung sogar. Gut, dann gehen wir noch zu Tüftel Tom. Bist du das? Ja, du bist das. Hi. Steh auf. Steh auf. Mein Gott, kannst du nicht schneller aufstehen? Du noch Affe. Ein Mila aufgebauter Daten sendet. Ja. Ich kenne noch ein Gebäude. Nein. Ich habe keine Lust mehr. Hau ab von mir. Lass mich in Ruhe. Du Schwein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt hat er mir tatsächlich wieder Wetterfahne der Bastenbeige. Du kannst mich am Arsch lecken mit deinen scheiß Milas. Du kannst sie. Was ist das denn? Bingo. Unglaublich überwältigende Geschichten. Mit dem Kryolator. Ah, das Ding muss ich auch noch holen. Stimmt, dieser Kryolator. Ich weiß sogar genau, wo der ist. Das könnten wir eigentlich in der Folge auch noch machen. Aber dann werde ich das alles nicht mehr schaffen, glaube ich, oder? Ich bin mir unsicher. Volt 111. Doch, jetzt, ich muss den jetzt haben. Das werden wir jetzt noch kurz reinschieben hier in diese Folge. Dann wird die halt ein bisschen länger dauern. Da kann ich dann auch nichts dran machen. Aber diesen Kryolator, den muss ich jetzt unbedingt noch haben. Denn wir haben... Wir haben... den ganz am Anfang. Ja, als wir in Volt 111 waren, haben wir den gefunden. Und damals waren wir natürlich noch weit, weit weg von unserem meisterhaften Dietrich-Skill. Jetzt sind wir allerdings da. Und jetzt können wir den dementsprechend auch ja wieder mitnehmen. Mein Gott, hier hat diese Geschichte angefangen. Unglaublich. Ich weiß noch, wir sind hier lang gerannt. Und hier sind wir dann reingegangen in diese Vault. Leck mich am Arsch. Und jetzt sind wir schon, keine Ahnung, 100 Folgen oder so weiter. Unglaublich. So. Lass mich rein. Lass mich rein in die Vault. Lass mich rein. Ich hoffe, dass ich das Ding jetzt auch wiederfinde. Boah, wie ich diesen Ort hier hasse, diese scheiß Vault. Dass ich hier nochmal zurückgehen muss, das ist eigentlich eine Katastrophe. Aber ich denke, danach werden wir hier nicht mehr hin müssen. In diese Vault. Dann hat sich das Thema hier ein für alle Mal jetzt erledigt. So, lass mich doch, lass mich. So. Alles klar, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das Ding auch wiederfinden. Das war, wir sind hier rein, hier, ja genau, hier müssen wir lang. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier durch diese Schiebetür, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hier lang und hier lang und hier müsste es drin sein. Ja, Koffer für Kryolator, entsperren Meister. Das wird auch Zeit, dass ich endlich mal an diese Waffe hier dran komme. Feg dich doch. So, hier, der Winkel stimmt nicht, der Winkel stimmt nicht, der Winkel stimmt fast. Ah! Das war ganz knapp. So, ein bisschen mehr. Ein bisschen zu viel. Zack! Cool. Da sind wir drin. So, der Kryolator. Her damit. 21 Kyro-Schaden. Wir haben nur 200... ja, nur 200 Schuss dafür. Aber das kann einen Gegner, glaube ich, vollständig einfrieren. Und wir sind vollständig überladen. So eine Pisse. Komm mal her. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Ja, erstmal bleib mal kurz stehen. Oh, und ich dachte, du wolltest kuscheln. Du kannst mir am Arsch lecken. So, lass mal gucken. Meine Waffen. Was kannst du hier haben? Du kannst haben, ne, den kannst du nicht haben. Den brauche ich selber. Du kannst haben.
Wie viel sind wir eigentlich überwiegen? Überladen? 10. Meine Kleidung. Ushanka. Ja, das kannst du schon mal haben hier, das Ding. Ist ja auch unfassbar schwer. So, dann kannst du haben. Diverses. Ja, nimm einfach irgendeinen Schrott, was hier viel wiegt. Das hier wiegt zum Beispiel viel. Das hier wiegt zum Beispiel viel. Seife. Die kannst du mal fallen lassen. Knochenfräse wiegt viel. Und dann nehmen wir noch ein Abrasso-Putzmittel. So. Jetzt sind wir wieder in guter Gewichtsklasse. Wir können uns zumindest fortbewegen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wir gehen wieder zurück an die Oberfläche, würde ich sagen. Vault-Türsteuerung benutzen. Ich habe benutzen gedrückt. Hallo, drück das. Oder ist das noch auf? Komm her. Spring doch da drüber. Da ließ eine Treppe. Ich Idiot. Wieso gehe ich nicht die Treppe lang? So, wie komme ich jetzt nach oben? Ah, das geht von automatisch. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, jetzt gehen wir auf direktem Wege zur Burg. Dort werden wir Kate erstmal da lassen. Dann werden wir uns die Taschen ein bisschen leer machen. Dann werden wir mit Nick Valentine zur Hauptquest reisen. Und dann werden wir die Hauptquest logischerweise weitermachen und hoffentlich bald mal das Institut von innen sehen. Das wäre mein Wunsch, dass das in absehbarer Zeit mal funktioniert. Jetzt ist natürlich die Zeit, wir gehen wieder ein bisschen in die Überlänge, aber das macht nichts. Supermutanten sind stärker und widerstandsfähiger als Menschen, ja, und ziemlich viel dümmer. Das darf man. Warum zum Teufel sollte man einer Gruppe einfacher Farmer und Siedler kostenlos helfen? Warum sollte ich irgendeine Cracknutte mit mir durchs Commonwealth nehmen? Frag dich das mal lieber, du blöde Kuh. Lass mir die Minutemen in Ruhe hier, sonst raste ich aus. So, wir gehen an unsere Werkstatt. Transfer. So, jetzt gucken wir mal. Wir lassen. Erstmal nehmen wir aufbereitetes Wasser mit. So, jetzt lagern wir unseren gesamten Schrott. Das wäre erledigt, aber wir sind trotzdem noch ziemlich krass überladen. Also, was heißt, wir haben nur zwei Punkte frei. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Jetzt schauen wir mal. Meine Hilfsmittel, meine Waffen. Da müssen wir jetzt mal irgendwas loswerden. Also das hier zum Beispiel. Die Automatikpistole, die kann hier bleiben. Dann können wir hier lassen den Kryolator. Der wiegt 13 Kilo, ja. Den lassen wir hier. So, des Kammerjägers 44er Pistole. Boah, den hätte ich gerade schön gegen die Mylurks benutzen können, ich Idiot. Aber den lassen wir, glaube ich. Ne, den nehmen wir mit. Aber das Ding hier, das nehmen wir, glaube ich, auch mal mit. Da haben wir so eine Menge Munition für. Und das Ding ist auch noch zerfetzend. Wenn irgendwas schon zerfetzend heißt, dann muss ich das mitnehmen. Und das wird uns im Institut, falls wir da reinkommen, vielleicht, ja, auch ordentlich helfen können. Wir haben ja auch ein bisschen Platz jetzt geschaffen. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir Kate mal hier. Komm her, Kate. Hey, hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Halt's Maul. Wir reden mal kurz mit dir. Was hast du auf dem Herzen? So, du musst mal ganz kurz hier Ich bleiben. glaube, wir sollten uns eine Weile trennen. Ich gehe, aber ich werde nicht so tun und sagen, dass mich das glücklich macht. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, bleib hier. Du kannst nämlich direkt hier bleiben bei der Burg. So. Und jetzt müssen wir nur noch Nick Valentine finden. Und ich hoffe, dass ich ihn hierhin geschickt habe und nicht nach Sanctuary. Das wird mich jetzt ordentlich abfacken, wenn ich mich damit jetzt vertan hätte. Denn dann ist das quasi alles umsonst hier gewesen. Wie finde ich den jetzt am besten? Ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Glocke hingebaut. Ja, genau hier. Dann versammeln die sich nämlich alle. Komm. Nicky Boy.
sieht fast nicht so aus, als ob er hier wäre. 3 Uhr hier bei Radio Freedom. Ich hoffe, ihr hört uns an einem sicheren Ort. Ich war mir eigentlich todsicher, dass ich den hier hingeschickt habe. Kann doch nicht sein, ne? Oder sitzt der alte Synth hier wieder in der Bar und besäuft sich? So, wir schauen uns das mal alles an. Hier ist kein Nick, hier ist kein Nick, kein Nick, kein Nick, kein Nick. Du bist auch kein Nick, du bist auch kein Nick. Du auch nicht, du auch nicht. Ah, da bist du ja. Hallo Nick. Da, du gehst ja fast unter hier. Nick. So. Können wir wieder aufbrechen? So sieht's aus. Wir brechen wieder auf. Gehen wir. Gut. Gehen wir. Wunderbar. So, gucken wir mal, ob du mir das übel genommen hast, dass wir dich weggeschickt haben. Ich wollte nur mal fragen, ob zwischen dir und mir alles in Ordnung ist. Dank dir sieht Eddie Winter die Radieschen von unten. Und das Commonwealth ist ein Stückchen sicherer. Ich werde dir nie genug für das danken können, was du getan hast. Okay, das hört sich so an, als ob der noch in Ordnung wäre. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Wir sind wieder mit Nick Valentine unterwegs und werden uns in der nächsten Folge um die Hauptquest kümmern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, alles Gute und ciao.